So, moin, moin, moin. Mittlerweile haben wir es 20 vor 1 mit Blick auf den Kirchturmuhr. Wir haben heute Montag, Schützenfest Montag, den 11. Juli 2011. Ja, über die Schützenfesttage habe ich ja am Samstag und am Sonntagabend zwei Bilder gemalt. In den frühen Morgenstunden nach dem Schützenfest. Das waren die Werten, die ich da fabriziert habe. Einmal diese Villa hier. Diese Villa hier im südländischen Stil, die einmal, und das, diesen Akt habe ich gestern gemalt, oder heute Morgen mehr oder weniger, diesen Akt, diesen wunderschönen Akt, exquisit, auch schön in den Farben. Naja, also heute bin ich etwas energielos und erschöpft. Ich glaube, heute werde ich mal auf die Uniform verzichten. Werde da vielleicht mal so hingehen oder so. Ich glaube, das wäre mal ganz gut. Das wäre mal ganz gut. Also irgendwie haben wir da mit den hohen Bierpreisen, da haben wir uns ja alle nun drüber beklagt, das habe ich oft genug gehört. Da waren wir irgendwie doch nicht ganz auf Zack. Vielleicht hätten wir eigentlich so lange da rumstehen sollen und nichts trinken sollen, bis die Preise von alleine nach unten purzeln. Wäre auch machbar gewesen. Oder wir hätten uns zu Hause den Kanal zugezogen, dass wir schon sternhagelvoll angekommen wären. Oder wir hätten da so einen Tankwagen von der Feuerwehr einfach voll knallen müssen mit Bier und hätten da so eine geheime Zapfstelle da im Feuerwehrhaus machen können. So ein Geheimtipp. Wäre auch machbar gewesen. Vielleicht wären die Preise denn ja runtergegangen. Das war ja eigentlich auch der Hammer. Das war ja irgendwie der Hammer. Also für so ein Bier, da kriegt man besser eine Pulle Soave. Kann man sich besser eine Pulle Soave von Aldi holen? Meine Erfahrung für 1,39. Da kommt man eigentlich weiter mit. Da werde ich auch gleich hingucken, erstmal die Aldi-Parade abnehmen, mir eine Pulle Soave holen für 1,39. Dann nochmal Cappuccino Vanille. Ist auch ein tolles Getränk. Da ein bisschen Vanillezucker rein und dann einen kleinen Schuss Wodka. Exquisit. Und dann kann man gute Bilder malen, dann klappt es. Das geht jetzt schwungvoll. Da überlegt man nicht lange hin und her und ruckzuck hat man wieder ein Bild fertig. Sehr zu empfehlen. Die Wetterlage, naja, wie ist sie? Regnet tut's nicht. Die Sonne scheint auch nur phasenweise. Mal sehen, wie das heute mit dem König wird, wie heute König wird. Das ist ja auch wieder so ein spannendes Ereignis. Ich werde jetzt erstmal die Stopptaste drücken und erstmal gleich durchstarten. Bis dahin.